Hoi, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Ich war in der Zwischenzeit ein bisschen offscreen, zumindest ein paar Planeten screen, habe die bestehenden kleinen Systeme gescannt. Hier und da haben wir ein paar Mineralien gefunden, Aluminium, Beryllium, Element Zero sogar. Und haben ein zerstörtes Kettraumschiff gefunden, haben einen turianischen Gleiter oder ein kleineres trojanisches Schiff gefunden, also schon ein Hinweis, aber auf die turianische Arche, aber zerstört, keine Lebensform gefunden und so weiter. Ja, das habe ich alles gemacht, weil ich auch ein bisschen schauen wollte, wie sieht es überhaupt mit Rohstoffen aus, können wir uns neue Ausrüstung basteln. Ich habe mir jetzt schon was überlegt, wohin ich will, was zu unseren Biotikkräften bzw. was zu einem Biotiker passt. Da fehlt allerdings Platin. Das finden wir auf Fold und Haval wahrscheinlich. Nicht auf Eos, aber ich denke mal, für die Sachen hier auf Eos müssten wir bisher noch gut ausgerüstet sein. Sind eher der Biotik-Fernkämpfer. Mal gucken, ob sich das verträgt. Das schauen wir dann mal. Ich habe Drac und Cora mit. Und wir werden jetzt erstmal auch ein wenig schauen. Hier gibt es neue Quests zum Abholen. Aber ich denke, wir werden jetzt erstmal Richtung Asari-Arche forschen. Hier hinten haben wir auch Verstärkung des Signals. Das werden wir auch noch tun. Das sind neue Quests, die werden wir erstmal nicht anfassen. Aber wir schauen natürlich, dass wir hier noch weitere Mineralien bekommen. Ihr seht es. Und vor allem, dass wir in die Richtung mal versuchen zu expandieren. Wir haben hier noch ein verstecktes Lager, was wir noch suchen können, was wir absuchen können. So dass wir aber hier auch Aufklärungsposten etablieren können, dass eventuell die Lebensfähigkeit etwas höher wird. Ne? Dazu müssen wir, wenn ich mir das so anschaue, hier hinten irgendwie hochkommen. Das schauen wir mal. Da müssen wir mal schauen, ob wir da wirklich auch hochkommen oder ob wir wie wir da hochkommen, das müssen wir wirklich schauen, weil hier, ihr seht an den Konturlinien, dass das ein steiler Hang ist. Da müssen wir mal schauen, ob wir hier auch durch die Gefahrenzone, die hier hinten, glaube ich, irgendwo anfängt, hochkommen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal hier den, na, können wir den nicht aktivieren? Moment. Abbrechen. Schnellreise. Wieso Schnellreise? Na? Ach, hier. Na, wir wollen hier, er will hier nicht zu dem Verfolge Quest aus. Genau, so wollen wir das machen. Und, da, die Richtung. Da müssen wir. Cora haben wir extra dabei. Das habe ich absichtlich so gemacht. Während hier nochmal ein Schiff landet. Ach, da ist es doch. Genau, da müssen wir mit jemandem sprechen. Das werdet ihr gleich sehen. Guten Tag. Mit Hydaria. Genau, Hydaria ist nämlich aufgetaucht und sie könnte neue Informationen über die Asari-Arche haben, was natürlich auch Cora sehr am Herzen liegt als Asari-Jägerin. Bewaffnet und gepanzert. Da haben Sie Glück. Diese Ausrüstung hätte ich vor ein paar Wochen gut gebrauchen können. Ich bin Ryder, der menschliche Pathfinder. Lieutenant Harper, wir sind auf der Suche nach der Arche der Asari. Genau wie ich. Ich beobachte jeden Tag den Himmel und bete, dass sie den Cat-Angriff überlebt haben. Oh. Ja, ich meine, die Cat hatten wir sicherlich schon in Verdacht, ne? Aber gut, dass sie entkommen konnten. Natürlich, klar. Aber die Cat hatte ich schon im Verdacht. Nach den Hinweisen, die wir gefunden haben, war es naheliegend, dass die Cat darin verwickelt sind. Ja, genau wie Schmerz naheliegend ist, wenn man sich verbrennt. Was ist passiert? Die Cat haben unsere Arche durch den gesamten Cluster gejagt. Aber das waren keine normalen Soldaten. Es waren Jäger. Elite-Killer. Okay, also
Die Cat wollen uns anscheinend unter allen Umständen alle neuen irgendwie raushaben. Wieso haben sie sie gejagt? Die Cat haben unsere Arche durch den gesamten Cluster gejagt, aber es waren normale Soldaten. Okay. Und die Archen sind wehrlos. Keine der Archen ist bewaffnet. Ihre Chancen standen also schlecht. Sie haben immer weiter geschossen, um uns zu verlangsamen. Wir haben die Außenhülle eines kompletten Decks verloren. Eine der Brückenoffizierinnen, Sarissa so und so, hat den Evakuierungsbefehl erteilt. Hunderte von Leuten, die alle zu fliehen versuchten. Es war... Wo könnten wir nach der Arche suchen? Schwer zu sagen, aber sie hat ein Rettungsschiff gestartet, dessen Crew es wissen könnte. Hm. Vielleicht finden sie es ja, indem sie dem Transponder folgen. Okay. Machen wir keine Sorge. Wir finden alles. Die Tempest wurde dafür gebaut, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Wir schaffen das schon. Das Schiff heißt Perifona. Ich gebe Ihnen seine Transponder-Codes und den letzten Flugplan. Und vielen Dank. Es tut gut zu wissen, dass nicht immer nur die Cat gewinnen. Nee. Ah, von Fault. Den Signal der Perifonia, Fona von Fault. Suchen Hinweise der Salarianischen Arche finden, genau. Ah, das heißt, also Fault ist tatsächlich der... Universal-G. Alles mal mitnehmen. Ist tatsächlich, da sollten wir als nächstes hin. Wir machen aber hier noch ein paar Sachen. Wir müssen mal rüber zum Dingensbums. Was ist denn das? Kling, 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 kling. Ich frage mich immer, was das ist. So. Rüber. Wo ist denn der Nomad? Nomad? Ah, da hinten. Ja, Nomad ist da. Einmal kurz einsteigen. Und ab geht's. So, mal ganz kurz schauen, wo wir hinwollen. Da wollen wir auch hin. Dann würde ich sagen fast, dass wir versuchen, hier hinten rüber zu kommen. Dass wir erst in die Richtung fahren. Zurückfahren also. Und hier versuchen, über die etwas niedrige Stelle hier hinten reinzukommen und den Weg zu verfolgen, um dann hier hochzukommen. Um einen Sender zu deponieren und auch in die Richtung, um, genau, da müssen wir einmal wenden. Oh nee, anders abbiegen. Wow. Oh, das hat so knapp gepasst hier, ne? Ach Mist. Diese Orientierung hier in diesem Ding. Doch, hier steht ein Weg. Hier müssen wir... Hier ist Weg lang, aber der muss hoch. Hm. Da sind wir ein bisschen blöd ab. Also bis wir irgendwann mal in den See fahren, ne? Ah, komisch. Diesen Weg sehe ich hier irgendwie nicht. Aber gut, wir versuchen mal hier hinten irgendwie lang zu fahren. Alter Witzka. So, jetzt sind wir raus. Und ihr hört schon, ihr hört nämlich nichts. Hier können wir noch was abbauen. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Okay, Sie doch. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Jeder Planet. Moment. Ich will mich irritiert hier einmal der Questmarker abbrechen. Wir nehmen jetzt erstmal den Questmarker rein. Nein, den Questmarker vielleicht raus. Nein, auswendig. Mann. Nein.
Gut, dann lassen wir den mal jetzt drin. Wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier in dem Gebiet und müssen uns gleich rechts halten. Okay, dann schauen wir hier nochmal kurz, dass wir hier irgendwie ein bisschen was. Wir sind so gut ausgerüstet wie nur irgendwie möglich. Kommen wir hier irgendwo hoch? Gil hat den Nomad perfekt auf Eos eingestellt. Na, funktioniert leider nicht. Irgendwo war doch hier ein bisschen was. Kommen wir hier vielleicht hoch? Okay, aber der Scan. Hallo. Der Scanner mag mich nicht. Okay, Scanner findet hier nichts. Aber ich meine, wir haben hier was gefunden, oder? Fahren wir hier nochmal ein bisschen rum. Ich weiß, ich muss gleich wieder wenden. Komm hoch. Das schaffst du. Ja, wunderbar. Oh, da ist eine Wand. Aber warum? Okay, hier unten müssen wir lang. Was ist denn das hier? Achso, das ist meine Markierung. Okay, eigentlich sollte hier... Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ja, das weiß ich doch. Mineralien extrahieren. Den Außenposten auf Vault fertigstellen. Das machen wir auch. Eisen. Eisen haben wir aber schon so viel. Wir brauchen von dem anderen Zeug, glaube ich mal, was. Na gut. Auf dem Rückweg kommen wir sicherlich nochmal vorbei. Wow. Das ist atemberaubend. Das ist schon cool, ne? Neue Welten müssen sich an Kriege und Schlachten erinnern. Sie wissen schon, wenn man sich sicher ist, dass sie vorüber sind. Okay, wir müssen uns ein bisschen mehr links halten hier hoch, damit wir hier hochkommen. Ich vermute mal den Weg hier hinten, aber wie ihr seht schon, guten Tag. Pass mal auf, wir haben ja... Wir müssen uns ein bisschen hier verstecken. Ah, läuft ja immer noch dieses Zickzack. So. Nee, die andere Waffe. Wow, jetzt ruckelt es kurz. Okay, sind noch zwei. Das ist ja jetzt nicht so gut. Nicht so schlimm. Aber wo ist denn der andere? Ach, wir müssen da hinten hoch. Ich sehe es schon. Ja, wo sind die? Hallo? Alle da drauf? Guten Tag. Da ist doch noch einer. Da. Macht ihr das mal. Das könnt ihr beiden doch ganz gut, ne? Oder? Okay, die Waffe gefällt mir. So, das war's hier schon. Können wir mal einen Scanner anschalten. Na. Kettenerwählter. Ja, die Erwählten sind jetzt nicht so wahnsinnig das Problem. Element Zero. Okay. Element Zero. Warte mal. Entlader Superkondensator. Müssen ein bisschen auf unsere Lebenserhaltung achten, aber hier geht's ja jetzt. War's das jetzt? Ach, das war's schon. Na. Warte mal, da oben ist er. Nein. Oh, Nickel. Nickel. Zu finden in... Oh. Laterittischem Erz und magmatischen Sulfidablagerungen. Laterittisch heißt, sind Erze eigentlich die... Oh, wenn ich das richtig zusammenkriege aus meinem Studium.
Aluminium ist zum Beispiel oft auch lateritisch. Also es sind Erze, die eher sich auch in Bodenablagerungen zu finden sind. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Es sind jetzt keine Erze, die wirklich stark im Gestein sind. Also, nee, Bauxit. So, Entschuldigung, Bauxit. Aluminium ist in Bauxit, so war es. Aluminium ist in Bauxit. Und wenn man sich Bauxitminen anschaut, dann hat man ja oft halt diese wahnsinnigen Tagebauten teilweise. Also es ist, ja, nicht ganz umweltfreundlich. Treibstoffstellen und magnetostriktive Bauteile. Hallo. Eine Grundkomponente für viele industrielle Anwendungsbereiche. Gut, Scannen beenden. Nee, das will ich nicht. Ich will es einsammeln. So, 35 Nickel. Da hinten haben wir noch ein bisschen was. Da gehen wir mal gucken. Müssen wir gleich wieder zum Bunker. Aber zum Glück ist die Lebenserhaltung hier viel, viel besser geworden. So. Abgeschlossen. Initiative-Fahrzeug. Pegrag. Das Gefahrgut ist intakt. Der Verfall scheint das Ergebnis einer überstürzten Abschaltung zu sein, durch die Systeme den Umgebungseinflüssen ausgesetzt worden sind. Dieses Gerät ist vor allem deswegen so wertvoll, weil es Technologien der Initiative unter Umgehung geltender Standards an die spezifischen Anforderungen von Helios anpasst. Im Feld improvisierte Geräte überspringen Entwicklungszyklen und bieten relevantes Forschungspotenzial. Ach, nochmal ein Nickel. Sehr schön. Sollte man doch ein bisschen hier rumlaufen, ne? Nochmal Nickel. Ui. Ich denke, wir werden in der Zeit lernen, Nickel auch ein wenig besser aus der Entfernung zu identifizieren. Ah, diese Seitenlage, ne, das ist ja schon so ein bisschen. Ich dachte, sie hätten es eigentlich ein bisschen gepatcht. So dieses. Aber EOS ist halt wahnsinnig groß, ne? Aber die Aussicht, ich finde das immer mit Fernsicht in Spielen, wenn das es gibt, finde ich immer wahnsinnig cool, weil es unheimlich atmosphärisch ist. Ach, da ist schon wieder ein Dings-Ding. Ah, wir wollen den Quest verfolgen, sonst kommen wir wieder nicht zu Pötte. Da können wir vielleicht ein bisschen schneller fahren mit... Oh, schon wieder ein Catschiff. Was ist denn da hinten? Ich versuche mir vorzustellen, was alles möglich wäre. In 50 Jahren machen die Leute hier vielleicht Ferien am Strand. noch nicht so ganz vorzustellen, aber möglich ist es. Ich sehe schon, da unten ist auch einiges zu erkunden. Ah, guck, seht ihr diese Kettmeißel? Da hinten, da oben? Noch mehr merkwürdige Tech, die einfach nur merkwürdig ist. Ich kann nicht darauf zugreifen. Dieses Rätsel werden wir wohl niemals lösen. Sind das Bruchstücke von irgendetwas Größerem? Ja. Der Anblick dieser Kettmaschinen gefällt mir überhaupt nicht. Nee. Das wissen wir nicht so richtig. Gut, wir müssen hier weiter lang, um dann hier oben raufzukommen. Also da oben. Vorher müssen wir uns das hier anschauen, würde ich sagen. Oh Gott, Relikte, ihr seht's. Oh, die Musik wird dramatischer. Wir haben doch hier noch nichts. Assembler. Oh, was ist das? Geißelenergieansammlung. Könnt ihr das mal eben machen? Da bitte. Oh nee, Scheißbrecher, ich hasse sie. Okay, wir machen das mal eben erst hier. Weg damit. Oh. Mich hier gerade hier ein bisschen super. Oh, danke. So. Allerdings, ich habe ja gesagt, ne, ich will ja eigentlich...
Vorsicht! Pathfinder, in ihrer Nähe befindet sich Ausrüstung der Nexus. Ja, das schauen wir gleich mal. Gut, hat er funktioniert? Na, das wuppt doch eigentlich. So. Nun? Forschungsnotizen. Anna Carell. Wir sind in einer kleinen Gruppe von den Nexus aufgebrochen, um als Pioniere auf Eos zu landen. Die meisten meiner Leute wollen schon wieder zurück. Aber ich bin entschlossen, zumindest etwas Gutes für die Initiative zu tun. Ich habe diese Ruinen entdeckt. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich werde sie weiter erforschen. Wer auch immer das hier gebaut hat, könnte sie noch in Helios aufhalten. Sich noch in Helios aufhalten. Und wir brauchen seine Hilfe. Nichts ist so, wie Jean Garson es sich vorgestellt hat. Ja, das wissen wir durchaus. Die Person, die das hier zurückgelassen hat, sie gehörte zur ersten Welle von Kolonisten, richtig? Höchstwahrscheinlich. Und diese Forscherin könnte auch an anderen Reliktstätten Datenpads hinterlassen haben. Okay, klingt wieder nach einer Sammelaufgabe. Wir müssen aber erstmal scannen. Weil wir sehen hier irgendwie diese Geißelenergie. Das ist schon krass. Geißelenergieansammlung. Ein Cluster aus dunkler Energie, ähnlich der Geißel, aber in kleinerem Maßstab. Stört elektronische Systeme, wie beispielsweise Schilde, und fügt organischen Lebensformen Schaden zu. Ja, mich, also vor allem stört es dann auch die Relikte. Und die Relikttechnologie. Also ich denke, die Geißel ist etwas, um eine Welt wirklich zu zerstören. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Na. Ja, immer wenn ich laufen will, schaltet sich der Scanner ab. Oh, oh, oh. Plack, mal eben alles Muni und so aufgefüllt. So, schauen wir mal. Im Hintergrund hört man immer leise das Summen der Kettraumschiffe. Also das ist hier alles so wahnsinnig groß, dass man durchaus hier auch zu Fuß alles untersuchen kann. Aber ich mir überlege, da kann man schön Hochkletteraktionen machen, wie ich sie schon in Dragon Age Inquisition so geliebt habe. Aber ich habe da jetzt auch echt keine Lust drauf. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, Überreste. Anorganisches Mittel. Schauen wir mal. Dann würde ich sagen, fahren wir mal weiter. Interessanter Spot. Okay, wir müssen, glaube ich, da oben hin. Aber wir schauen uns das hier auch erstmal an. Was blitzt denn da so? Kann ich da irgendwas sehen? Wer bist du denn, Ochenkett? Gegner vor uns! Na komm, komm. Das sind nur zwei Gegner. Ach nee, da hinten ist er. Da hinten ist ja noch mein Liebling. Da hinten ist ja noch einer. So. Ach, ich mag die Waffe. Die macht so richtig schön Wumms. Ah, hier ist ein Cat-Schiff irgendwie abgestürzt. Cat-Erwählter. Was ist das? Das ist neu. Steuerfläche eines kleinen Cat-Schiffes. Aktive Scan-Diffusion und vorhandene Schäden erschweren die Einschätzung der Fähigkeiten. Der Absturzvektor lässt darauf schließen, dass es vor dem Aufprall zu einem operativen Versagen aufgrund von Umwelteinflüssen gekommen ist. Aufgrund von Umwelteinflüssen. Also ich glaube, die Cat haben auch ein Problem mit der Geißel. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Cat wirklich... Oh, was ist das? Keine relevanten Daten. Bin mir nicht so sicher, ob die... Da sind noch mehrere von den Blöcken. Ob die Cat etwas hier mit den Daten zu tun haben. Das sieht aus, als wenn ich hier irgendwie einen Eingang zu einem Gewölbe habe. Keine relevanten Daten. Gehen wir nochmal da hin.
Ach, das ist unsichtbar. Aha. So, mal schauen, ob wir hier was machen können. Guten Tag. Schade, das ist irgendein Spot, der hier... Das sieht aus, als wenn das hier auch so ein Gravitationsschacht wäre. Aber da können wir anscheinend noch nichts machen. Vielleicht später. Gut, dann würde ich sagen... warte mal. Ach, da können wir wieder unsere Munition auffüllen. Einmal vorbeilaufen. So. Dann würde ich sagen, weiter im Text. Orientieren wir uns nochmal kurz. Wir sind jetzt hier, also den Weg hier weiter folgen und dann biegen wir hier oben ab und fahren hier drauf. Genau. Wenn Sie eine Asari-Elite-Soldatin wären, würden Sie jetzt bald was. In Ehren in Rente gehen. Im Moment bekäme ich dann auch kostenlos. Ach krass, wie weitgängig das ich ist, ne? Ich glaube nicht. Oh, da ist schon wieder was. Ach, Relikte. Gucken wir mal kurz durch. Assembler. Beobachter. Schon wieder so eine Station hier. Ich kümmere mich, glaube ich, um den Beobachter. Aber die scannen da was. Also ich, das ist blöd, dass die feindselig sind, weil ich denke, ich bin mir sicher, dass die Assembler und die Cat-Sachen hier auch zur Instandhaltung sind. Das haben wir ja auch schon mitbekommen. So, ihr geht mal hinten auf den Beobachter. Na. Bevor hier irgendwas auskackt. Nein, ich bin immer in der Konsole. Ich muss mir die Konsole unbedingt umlegen. Damit. Ja, die Beobachter sind eigentlich auch fies. Also für Biotika sind die Beobachter fies. Solange der Schild nicht runter ist, kann ich die mit den biotischen Kräften auch nicht durchbringen. So, ich glaube, das war's. Na. Ich muss sagen, ich spiele im Multiplayer eine andere Klasse, mit der ich bisher echt gut zurande komme. So, jetzt kennen wir natürlich wieder Kühlmitteleindämmung. Überreste. Und ich könnte das natürlich hier auch so spielen. Aber eigentlich mag ich lieber den Bioptiker. Und ich möchte mich mal hier auch mal dran gewöhnen. Was war da? Moment. Irgendwas. Element Zero Stase. Dieses Element Zero Isotop wird... Wo sehen wir hier Element Zero? Okay. Ich befürchte, dass man hier auch weiter nichts machen kann, ne? Reliktbeobachter haben wir schon. Na. Hier kann man auch nichts machen. Das ist auch eigentlich etwas zum Anschalten. Wir sehen das schon. Laufen wir einmal drum herum und gucken, ob wir uns irgendwas... Ihr hört das auch summen, ne? Also alles können wir hier noch nicht machen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir später wieder zurückkommen müssen. Was ist das? Ah, Behälter. Wow! Alles nehmen bitte. Wow! Wow! Seht ihr da hinten die Cat-Technologie? Ah, das wird lustig. Das wird noch lustig hier auf Eos. Das kann ich mir vorstellen.
Schauen wir uns mal kurz hier ein bisschen rum. Nicht runterfallen. Gut. Okay. Dann weiter im Text. Nur, können wir einsteigen. Und ab da hoch. So, mal ganz kurz schauen, ob wir hier die richtige Stelle haben. Ja, wir müssen hier oben rechts abbiegen. Da ist auch der Marker und dann schauen wir mal. Bin mir nicht so sicher, wie weit das noch ist. Wow. Was ein Bauwerk da hinten. So. Ich glaube, hier müssen wir aussteigen. Hier kommen wir mit dem Nomad eher nicht mehr so ganz voran. Und ich sehe schon, wir müssen klettern. Ach, da hinten müssen wir hin. Und hier ist auch da ist der Behälter. Troganischer Hammer. Sehr schön. Schöne Dinge, schöne Dinge. So. Wer sich fragt, was ich als Prezi habe, also Präzisionsgewehr, das müsste die Nalan sein. Die ist gut. Die ist gut, die ist gut. Die werde ich auch weiterverfolgen. Ah, ups. Auf einmal steht hier so ein Sender. Ist schon mal in Position. Jetzt sollten die Leute hier die aktuellsten Neuigkeiten von der Nexus erhalten. Schwuppdiwupp. Schwuppdiwupp, schwuppdiwupp. Auf einmal steht hier was. Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Was wir machen als nächstes, wir fahren natürlich hier hinten hin. So. Das heißt, wir kehren jetzt zum Weg zurück. Da sehen wir dann direkt und dann hier unten ist das Tal. Da sehen wir auch, da sind, hier ist auch einiges zu tun. Dann haben wir dieses Tal mit dem See. Da bin ich mal gespannt, ob wir überall reinkommen. Und ob sich hier an der Lebensfähigkeit ein bisschen was erhöht, wenn ich den jetzt hier etabliere. Weil hier hinten geht es ja auch noch weiter. Ah, spannend. Aber die Kisten. Ist die Kiste jetzt da weg? Warte, wo sind wir jetzt? Ja, die Kiste ist weg. Das heißt, gehen auch wirklich weg. Die kann ich hier einsammeln. Okay. Das heißt, wenn da noch welche sind, habe ich sie noch nicht gefunden. Was? Ihr seid nicht ernster. Ich habe den Nomad extra da hinten stehen lassen. Oh, du Scheiße. Ah, funktioniert. Gut, dass er so stabil ist. Prodromos sehen. Nicht mehr lange und wir werden ganze Städte errichten. Okay, Prodromos, ich schätze, ihre Leute bauen hier und da doch mal was Vernünftiges. Ach, danke, Drake. Danke, Drake. Das ist aber nett von dir. Oh, ihr seht diese Kugel da, ne? Der Flachgipfel, weil er einer ist. Ich nehme an, irgendwann gehen einem die Namen aus. Ach du Scheiße, ihr seht das Kraftfeld und ihr seht diese enorm große Kettanlage, ne? Ich habe Angst. Die Kettpräsenz untersuchen, einen Weg in das Kettkraftwerk finden. Aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden ihrem Nav-System hinzugefügt. Da steht's ja, Lebensfähigkeit plus 2. Prima. Prima, prima, prima. Diese Cat-Präsenz da hinten, das ist schon. Oh. Kraftwerk, ja, man sieht's. Okay. Wir gucken uns das mal ein bisschen an. Kannst du hier nicht mal bitte in Deckung gehen oder so?
Okay. Das ist schon was Dickeres. Ja, da läuft schon mit einem Maschinengewehr rum. Das sind Erwählte. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das jetzt machen sollen. Wir schauen uns noch mal kurz auf der Karte an. Kettkraftwerk, ja, das ist das. Sieg über die Kett, die Kettpräsenz untersuchen. Die Kett nutzen ein großes Kraftwerk als Stützpunkt, von dem aus die Aktivitäten der Initiative ausspionieren und wiederholte Angriffe ausführen, bei denen sie schnell Verstärkung erhalten. Wenn sie diese Basis ausschalten, wird das die Lebensfähigkeit von Eos deutlich erhöhen. Ein direkter Angriff ist zwar unvermeidlich, aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, den Stützpunkt vorher zu schwächen. Okay, okay. Ah, da waren wir, ne? Interessanter Ort. Aber da waren wir doch, oder? Ja, da waren wir. Da müssten wir eigentlich oben nochmal rein, weil wir haben hier geguckt. Okay, wir haben hier wieder ein paar Punkte. Ich denke, die werde ich machen. Oh Gott, hier ist auch eine Kiste. Die ist bestimmt hier oben drauf. Boah, noch viel zu tun. Wir gucken uns nochmal das Fragezeichen hier an. Bevor wir hier uns da rein begeben und schauen, dass wir die Kiste holen und das machen. Vielleicht fahre ich hier auch nochmal so ein bisschen rum. Das gucken wir mal. Aber wir schauen uns... Puh. Ja, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß, da reinzugehen. Nomad? Ist der Nomad wieder weg? Also das ist doch unlogisch. Ich kann ihn dann natürlich sofort rufen, aber ich habe ihn da ja stehen lassen. Ist ja doof. So, dann können wir nochmal gucken, was wir sonst noch auf Eos zu tun haben. Ja. Nomad bitte rufen. Den hätte man ruhig auch stehen lassen können. Gut, dann schauen wir nochmal ganz kurz in den Codex rein, was wir im Moment den Außenposten auf Rot fertigstellen. Der Geist... Genau, die anderen Stationen, da können wir mal schauen, ob es das hier auf Eos ist oder woanders. Aber ich denke mal Eos, ne? Sonst macht es ja keinen Sinn. Der Weg des Helden. Das müssen wir noch machen, aber nicht hier auf Eos. Gut, das sind aber diese zusätzlichen Aufgaben. Den Pathfinder-Brustpanzer herstellen, das haben wir doch gemacht. Bin ich jetzt blöd? Okay. Verstärkung des Signals, Razzia der Exilanten. Warte mal, Razzia der Exilanten. Okay, das könnte auch noch auf Fold sein, aber da schauen wir, das gucke ich nochmal nach. Helios-Aufgaben, genau, da wollte ich nämlich rein. Eos, da sehen wir einen Sieg über die Kett, das ist der hier. Die Leichen haben wir noch, Nexus. Das ist, glaube ich, nicht die Feuerwerk, aber... Das sind diese zusätzlichen Aufgaben. Glaube ich. Genau, Benennung der Toten. Das müssen wir noch, das ist so eine, denke ich, Sammelaufgabe. Das müssen wir aber noch machen hier. Gut, die anderen Stationen der Forscherin finden. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Nee, das ist auch wieder so eine Aufgabe, die sich während des Sammelns, die während des Sammelns passiert. Des Erkundens passiert. So, dahin müssen wir hin. Na, das Kettkraftwerk. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Das wäre wichtig, dass wir das hinkriegen. Ah, es ist wieder eine Kettanlage. Eine Reliktanlage. Und die nächsten Kett sehe ich da unten schon. Wunderbar. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Mhm. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Oh. Mach mal Extrakte. Aber Aluminium haben wir, glaube ich, schon so viel. Fahren hier noch ein bisschen rum und schauen. Nee, Eisen haben wir auch viel. Viridium fände ich gut. Kann das sein, dass ich hier näher ich hier komme? Nee. Na gut, dann machen wir trotzdem hier mal immer noch reich. Ich habe immer noch nicht alles abgebaut. Wupp.
Ah, da sind wir aus dem Bereich raus. Okay, steigen wir einfach mal aus. Wir untersuchen die Anlage. Das Gefühl, das ist zwar was, aber das können wir hier alles noch nicht nutzen. Das verstehen wir alles noch nicht. Kann ich meine Sachen aufladen? Aber es ist nichts, was wir jetzt nutzen können. Schade. Ich bin mir sicher, dass das Spiel uns das noch nutzen lässt. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier hin. Grün, blau heißt eigentlich LED. Nee, heißt, haben wir noch vor uns. Aha. So, schauen wir mal nach der Kiste. Oh, ich sehe hier schon wieder. Nee. Wenn ich das so überlege, also ich habe den Eindruck, wir haben noch so viel zu tun, deswegen möchte auch nicht durchs Spiel rushen. Ah, da. Oh, Cadmium. Immer her damit. Immer her damit. Nein. Oh, Entschuldigung. So, Cadmium-Vorkommen. Cadmium kommt hauptsächlich als Bestandteil von Zink. Ja. Zinkerzen vor. Abgeleitete Verbindungen werden für eine Vielzahl elektrischer Anwendungen sowie zur Neutronenabsorption und UV-Anregung bei Forschungsprozessen genutzt. Gut. Ach, nee. Dann sammeln wir das mal auf. Oh, noch mehr Cadmium. Oh, Behälter. Kroganischer Hammer, nochmal. Haben wir hier noch ein bisschen Cadmium? So, und wenn wir hier direkt sind, ne? Ich versuche mal auf dieses Ding da oben zu klettern, weil ich glaube, dass da irgendwas war, wenn ich es mir so recht anschaue. Oh. Ja. Ich habe einen Scanner an. Was soll ich hier scannen? Scanner, ja. Der Scanner meinte, ich solle hier scannen. Ja, was denn? Hier oben irgendwas. Ja, was soll ich denn hier scannen? Oh, hallo? Sag mal, bin ich jetzt hier irgendwie ein bisschen doof? Ist aber sehr kleinräumig, was man hier scannen kann. Oder ich bin so ein bisschen doof. Ja, aber was denn? Was ist hier an der Grenze? Es ist vielleicht doch da oben. Müssen wir uns vielleicht doch mal von der anderen Seite. Ja. Könnte teilweise doch ein bisschen größer sein. Müssen wir mal von der anderen Seite rangucken. Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Irgendwo hier soll ich was kennen. Aber was denn bitteschön? Hier ist doch nix. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, aber ich weiß es nicht.
So, jetzt gucke ich mal, dass ich hier lustig rumkletter. Also da, ich seh da nichts, was ich scannen sollte. So, lustige Kletteraktion hier. Und ich sehe schon, es gibt gleich nichts, ne? Ah, doch, da könnte zumindest ein bisschen Erz. Ah, und ich sehe eine Kiste. Doch. Ach, schon sehr coole Aussicht. Sehr coole. Oh Gott, da hinten sind Cat. Asari Comlink. Aha. Sehr cool. Oh, noch ein Behälter. Das lohnt sich ja hier echt. Initiative Panzerung, Aufklärung. So, habe ich jetzt hier alles. Ach, theoretisch soll ich hier noch weiterkommen. Zu dem Ding da. Und das hatten wir noch nicht. Und da ist auch ein verstecktes Lager. Das heißt, ich soll hier noch weiterkommen können. Na, schauen wir mal. Aber wir waren doch da oben schon. Hier oben waren wir doch schon. Wir waren auch da. Da unten waren wir auch schon. Und da oben soll noch was sein. Das ist hier so nicht in der Karte verzeichnet. Okay, das lassen wir mal. Der Nomad steht hier hinten. Können wir ihn da schnell hinreißen? sonst lassen wir ihn wieder abholen. Aber... Ah, okay. Wir beenden mal die Folge. Ja, sollen wir diese Cat-Festung schon machen? Ich glaube, wir machen das nächstes Mal einfach mal. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und... Tschö, tschö!